Willkommen zurück hier mit eurem Crunchcore auf FIFA 16 am Start. Und ja, wir beschäftigen uns heute wieder mit unserem Liga-Alltag. Müssen ja so ein bisschen mal gucken, wie wir hier die Leute noch auf Vordermann bringen. Wen wir noch mal ein bisschen einsetzen. FIFA 16 endet ja in Bälde schon. Und dann ist ja auch nicht mehr viel. Dann kommt noch FIFA 17, die Demo sozusagen dran. Ja, und da muss man mal gucken, ne? Was wir dann wie, wo, was vorstellen, wie wir das Ganze dann handhaben werden. Dazu gibt es nochmal ein extra Infovideo, wo wir dann auch wirklich nochmal klären, wieso, weshalb, warum, was machen wir mit FIFA 17, was wollt ihr gerne sehen bei FIFA 17? Da gibt es ja inzwischen Story-Modus und ganz normalen Karriere-Modus. Und eben Ultimate Team, also was, was es halt schon immer gab, mehr oder minder. Und dann müssen wir einfach mal schauen, was wir wie aufnehmen, in welchen Abständen das dann auch kommen wird, inwiefern welche Ligen vorhanden sind. Wir werden wahrscheinlich erstmal mit der zweiten Liga starten müssen. Und ob wir dann hinterher in die dritte Liga das Ganze integrieren. Wir lassen die Startaufstellung so wie beim letzten Mal. Das war ganz gut. Tricksen kann man hier, kann man machen, muss man aber nicht. So, Preußenstadion. Heute bisschen nebelig, bisschen regnerisch. Naja, regnerisch als nebelig. Aber die Stimmung, die stimmt auf den Rängen. Die angereisten Fans sind aber auch frohen Mutes. SVW in Wiesbaden in Rot von rechts nach links. Preußen Münster in den Heimfahren. Grün, Schwarz. Schon hier mit dem ersten Angriff über Weißenfels. Aber verpufft an Lindner, der den Ball aber nicht beherrschen kann und ins Aus trägt. Einwurf. Preußen Münster. Die Preußen eigentlich ganz gut drauf in den letzten Tagen. Hatten relativ viele Möglichkeiten, relativ viele gute Chancen. Heidmeier hier mit dem Ballverlust und jetzt geht das schnell. Sené. Sené. Aber Schärder hat aufgepasst. Klärt hinten raus. Jetzt wieder der andere Gang. Über Weißenfels. Weißenfels zieht ab. Kolke. Kolke hat ihn sicher. Abschlag. Sené gewinnt das Kopfballduell im Mittelfeld. Nach Abschlag von dem Torwart. Foul hier von, ich weiß nicht, ob es Hoffmann oder Heidmeier war. Irgendeiner war es. Spieler liegt immer noch am Boden. Sie machen das trotzdem schnell. Phillips hat den Ball jetzt. Weißenfels kann sich hier behaupten. Bringt den Ball in die Mitte, aber das war nicht ausreichend. Da war niemand, der den Ball hätte abnehmen können. So geht's wieder andersrum. SVW in Wiesbaden im Ballbesitz. Angeschossen, aber konnten sie verwerten. Göwicke von Preußen Münster bisher sehr stabil in seiner Verteidigung. Und ein schlampiger Pass von Preußens Spieler. Funk am Ball. Rüber wieder die linke Seite. Linke Seite wird häufig bespielt. Lange Bälle sollen es hier bringen. Und haben es ja auch gebracht. Aber ins Abseits. Lorenz im Abseits. Das hat die Kamera nicht mit eingefangen. Ja, hier rechtzeitig abgebremst und dann war es soweit. Dann war er doch im Abseits in diesem Moment. Glück für Preußen Münster. SVW in Wiesbaden versucht es hier vielfach über, upsa, über die langen Bälle. Auch Kolkes Abschläge immer sehr lang. Koppelin hat aufgepasst, spielt mit Göwicke. Der leistet sich ein Fauxpas. Und schon haben die Wien Wiesbaden da wieder den Ball. Hoffmann. Abseits. Muss abseits gewesen sein. Jawohl. Schiedsrichter hat die Fahne oben. Ganz klar. Sah man auch sofort, dass hier eine Abseitsstellung vorliegen müsste. Wäre der Pass vielleicht nach unten besser gewesen, wobei
da Özkara, wenn ich das richtig gesehen habe, arg im Bedrängnis war, sodass man jetzt auch nicht hätte darunter spielen können. So, Göwecke hat den Ball hier wieder mit Bischof. Ah, da war der Passversuch durch die Mitte. Wenn der durchgekommen wäre, wäre das auch wahrscheinlich was geworden. Aber der Pass in die Mitte von Hoffmann. Abgefangen. Bischof hat den Ball wieder. Preußen jetzt sehr bissig. Özkara abgeblockt. Das gibt die erste Ecke in diesem Spiel für Preußen Münster. Wird kurz ausgeführt werden und hereingebracht werden. Und kam nicht dazu. Bischof hat normalerweise einen ganz schönen Hammer. Aber Bischof vertändet hier den Ball leichtfertig. Und jetzt kann das schnell gehen. Das rechte Feld ist relativ offen. Göwicke hat da ein bisschen Druck ausgeübt. Und wieder Hoffmann. Hoffmann ist heute gut drauf. Aber dann fehlte die Präzision bei diesem Pass. Jetzt soll es über die rechte Seite gehen. Koplin. Wurde da umgehauen. Und jetzt wird das Donner abgepfiffen. Vorteil ist da nicht mehr erkannt worden. Und da gibt es schon einige Auseinandersetzungen. Hoffmann wird den Ball reinbringen. Zu kurz. Und jetzt geht es wieder andersrum. SVW in Wiesbaden im Vorwärtsgang. Eigentlich mehr als genug Preußen im Abwehrdrittel. Pizzoni auf Lindner. Jetzt könnte es schnell gehen, wenn sie es über die rechte Seite spielen würden. Aber das passiert nicht. Jetzt geht es schneller, jetzt geht es schneller und jetzt kommt die gefährliche Situation, aber geblockt. Gerade rechtzeitig da gewesen. Hoffmann verliert den Ball im Mittelfeld und jetzt geht das schon wieder in die andere Richtung und jetzt wird es kritisch. Ja, jetzt wird es kritisch. Jetzt müssen die Preußenspieler hier hinterherlaufen, aber Lomp. Lomp von Preußen. Der richtet es doch häufig. So, jetzt Kara wird von hinten umgeratzt. Oh, das war ungeschickt vom WN Wiesbaden, der Spieler vor der Pause. Das macht man so nicht. Da geht man nicht so von hinten rein. Glück, dass er hier nur die gelbe Karte sieht. Die gelbe Karte hier, meiner Meinung nach, eine zu milde Strafe für diese Grätsche hinten in den Mann hinein. Da war gar nichts am Ballkontakt, so habe ich es zumindest gesehen. Nein, das ist einfach nur von hinten umgegrätscht. Der Ball nicht erreichbar, hätte rot sein müssen. Gnade vor Recht. Und nochmal Ecke. Pezzoni klärt hier gut hereingebracht den Ball. Und na, abgefangen. Ich glaube, Scherder war es, der da den Ball aufs Tor gebracht hat. Aber der Torwart hat aufgepasst. Halbzeit. Hier hat sich nicht viel getan im Preußenstadion. 0:0 der aktuelle Spielstand. Es kann nur bergauf gehen in der zweiten Halbzeit. Mal schauen, wie sich beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit entsprechend verhalten. Einige super Aktionen waren zu sehen, aber es gab auch viele Bälle, die leichtfertig vertändet wurden. Hier schon wieder so ein Annahmefehler im Mittelfeld durch Heidmeier. Und das kostet dann der Mannschaft auch Kraft. Wenn die Spieler solche Fehler machen, dann kommt es eben auch zu Situationen, die man nicht haben möchte. Enge Verteidigung jetzt, aber oben aufgepasst, Lorenz. Lorenz hat sich abdrängen lassen und Koplin ist da. So, und jetzt läuft's doch.
Amashaibu abgedrängt worden. Gut aufgepasst. Und der Ball geht ins Aus. Lindner wäre aber fast noch rangekommen. So schlecht war der Ball also nicht. Hoffmann gefoult. Nee, Hand gespielt. Ach, Hoffmann ist heute nicht in der Form seines Lebens. Der Ball drüber. Lomb. Bischoff. Klärt den Ball raus. Aber Gefahr noch nicht beseitigt. Doch, Einwurf. Ein Wechsel steht an. Vermutlich auch eine richtige Entscheidung. Hier einen müden Spieler mal runterzunehmen. Bischoff wird gehen. Ødegaard betritt das Feld. Und wird hoffentlich neue Akzente setzen können. Wir erstmal wie in Wiesbaden wieder. Gekonnt gerettet. Und Ødegaard mit dem ersten Ballkontakt. Und wieder Ødegaard. Die Flanke kommt aber leider direkt auf Kolke an den kurzen Pfosten. Da ist nichts zu reißen. Ja, kein Mittelfeldspieler hat sich da gefunden, um da gegen den Wien Wiesbaden ins Kopfballduell zu gehen. Hier ein Foul von Heidmeier wieder. Auch er heute nicht auf dem Level von dem, was er sonst leisten kann. Koblin köpft hier den Ball aus der Gefahrenzone. Einwurf für Wien Wiesbaden. Das ist aber auch wichtig. Wichtig, den Ball hinten dann rauszuspielen. Ja, ein bisschen knubbelig wird es jetzt in der Abwehr von Preußen Münster. Schauen wir mal, ob sich aus diesem Knubbeligen nicht doch irgendwo Göwicke mit dem Kopf rausbuxiert. War vielleicht auch ein kleines Absprachefehler zwischen dem Torwart und Göwicke. So. Hier jetzt die Möglichkeit, nochmal Maß zu nehmen für Wien Wiesbaden. Der Ball immer noch in den Reihen von Wien Wiesbaden. Aber der Ball war nicht gefährlich. So, und jetzt fehlen die Preußenspieler hinten. Das war ein Ball von Ødegaard wieder rein. Gut gespielt. Und eigenartig weitergespielt hier von Özkara. Das war eher schlecht gemacht. Ja, der Ball da in den Strafraum hinein, das hat nicht viel gebracht. So, Göwicke klärt hier mit einer gezielten Attacke. Oh, vorbei. Von Bischoff war es, meine ich. Jetzt ist die Frage, kann hier noch eine Mannschaft den Lucky Punch setzen oder war das jetzt vergebene Liebesmühe? Und der Ball von Scherler war schlecht. Ganz, ganz schlecht gespielt. Özkara wieder am Ball. Lässt sich hier auch wieder den Ball abnehmen. Auch eher weit weg von seinen Leistungen der Hinrunde. Ah, und der Ball abgefangen.
Hier sieht es so aus, als wollen sich beide Mannschaften friedlich trennen. Denn wir haben nicht mehr viel auf der Uhr, 2 Minuten noch. Na, und auch da wieder Unkonzentriertheit. Und jetzt sieht man hier, da ist der Wille nicht mehr da, groß nach vorne zu gehen. 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Koblin geht dann nochmal hin, aber da passiert nicht viel. Minzel, und das war's hier im Preußenstadion. 0-0 geht dieses Match aus. Torchancen, eher Mangelware, so richtige Aufregerszenen waren da jetzt nicht mit dabei. Eine gelbe Karte, die hätte eine rote sein müssen, meiner Ansicht nach. Aber ansonsten trennen sich hier beide Parteien friedlich mit einem 0-0. Und das war's. Spiel haben wir durch. Gucken wir mal, wie es jetzt auf den Rängen, aus den Plätzen aussieht. Ja, viel hat sich da nicht getan. Ja. Okay, Kara hat Heimweh. Gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Wir haben schon bald das nächste Spiel gegen, ich glaube, es ist gegen wen ist denn das? Gegen Halleschen FC. Ich freue mich dann, das kommt danach schon direkt das Derby. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Crunch gesagt, bis dahin. Haut rein. Ciao.